Hallo liebe Freunde des Stroms, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei seid, gefällt mir richtig. Heute machen wir mal ein kleines Zwischenthema, Aufputzinstallation einer Kraftstromsteckdose CEE 16 Ampere. Weil der Robsi-Bär, mein Bruder, hat schon wieder hingebaut, ist eh ganz klar, der war schon wieder voll eifrig bei der Sache. Der will ja schauen, wie das Stückzahl geht. Gut, also montiert haben wir es schon, jetzt zeige ich einmal, wie man es anschließt. Wenn euch das interessiert, dann bleibt uns bitte dabei und wir sehen uns nach dem Intro. Schön, dass du dabei hat, gefällt mir richtig. So, das Ding ist natürlich jetzt schon montiert, sauber, stabil. Wir haben da unser Rohr. Also, hier läuft die Hauptleitung rüber, ist eine 5x2,5 NYM-Leitung, PVC-Mantel. Und jetzt möchte ich einmal was zeigen. Das ist nämlich der Unterschied zwischen Elektriker und Elektriker. Jetzt kommt es mal schnell ran. Ich zeige euch jetzt einmal was. So, schauen wir da mal her. Seht ihr das? Da ist jetzt die Einführung, die ist vom Hersteller her dabei. Zugentlastung gleich 0, ist aber so voll in Ordnung, weil durch die Drähte wird es dann gehalten. Mir persönlich gefällt das überhaupt nicht. Deswegen gibt es, das war eine Erfindung, die heißt Kabelverschraubung. Und diese Kabelverschraubungen, die bauen wir jetzt ein und dann hole ich wieder dazu. Ich habe euch jetzt schnell mal ein bisschen umgesetzt, dann sieht es nämlich besser. So, das allererste, was wir jetzt natürlich machen, ist Spannungsfreiheit feststellen. Gut, wir haben ausgeschaltet, wir haben ja schon gemessen, jetzt machen wir noch eine Kontrollmessung. Hört's her. Das sind alle Phasen spannungslos. Ist immer ganz wichtig. Wir haben gegen Wiedereinschalten natürlich nicht gesichert, ist eh ganz klar. Weil wir sind alleine auf der Baustelle. Das ist jetzt eine kleine Anekdote an manche Kollegen aus den letzten Videos. So, dann werden wir die Klemme jetzt einmal schnell auf die Seite. Ich tue jetzt die Leitung wieder rausziehen. So, mache das weg. Machen wir hier die Verschraubung raus. Und das ist jetzt das Problem, weil es ist alles so neu geworden. Seht ihr, das ist nur nichts anderes wie so eine Membran. Und das hält halt einfach nichts. Und deswegen habe ich da keine Zugentlastung und das gefällt mir einfach nicht. Weil es soll ja eine stabile Sache werden und man weiß ja nie, was irgendwann einmal unser lieber Kunde mit der Dose anstellt. Deswegen machen wir mir jetzt hier eine Kabelverschraubung rein. Ich führe mir jetzt aber die Leitung vorher schon durch. Weil dann tue ich mir dann auch leichter, wenn alles fertig montiert ist. Jetzt haben wir hier meine Kabelverschraubung jetzt wieder drauf. So, lass die anbeißen. Es geht jetzt zwar leicht mühseliger, aber es macht nichts. Wir haben ja Zeit. Schaut's her. Dann ziehe ich es noch nach. Ich brauche jetzt gerade schnell meine Wasserpumpenzange. So. Nachziehen. Gut, schaut's her. So, dann kann ich mir jetzt die Leitung gleich einrichten, wie ich es brauche. Dass da hier unten quasi der Außenmantel ein bisschen reinschaut. Ziehe das jetzt mit der Hand vor. So. So, jetzt geht es nicht mehr mit der Hand. Da ist noch ein wenig nachrichten und jetzt mache ich das Ganze mit der Wasserpumpenzange und ziehe das noch fest. So, schaut's her. Und schon ist das eine ordentliche Sache. Jetzt habe ich hier sauber die Zugentlastung dran. Dann kann ich mir den Bogen noch schön machen, dass das wunderbar passt. Zugentlastung haben wir schon geprüft. Wir haben jetzt hier unsere Leitungen. Und jetzt müssen wir die quasi nur anpassen. Von der Länge her. Dazu brauchen wir einen Seitenschneider und eine Abisolierzange. Ich arbeite jetzt hier mit der Retro. Genau. Das erste, was wir machen, ist der Schutzleiter, weil der ganz hinten sitzt. Ich zeige es euch jetzt mal schnell von oben. Und deswegen verbauen wir mir zum Beispiel diesen Hersteller.
ist natürlich farblich auch schon gekennzeichnet, so wie die Farbnorm ist. Also brauchst eigentlich nicht großartig aufpassen, sondern kannst eigentlich richtig schön losarbeiten. So, ich mache jetzt hier ein paar Schlaufen. Also der Schutzleiter ist bei mir immer am längsten. Deswegen nehme ich jetzt gleich die Originallänge her. Und ich brauche hier nur reinstecken, weil das hier keine Schraubverbindung, sondern eine Steckverbindung ist. Ich mache hier eine kleine Schlaufe. So eine Angstschlaufe sozusagen. Fertig. So, der Schutzleiter ist jetzt schon angeschlossen. Dann machen wir einen Neutralleiter als zweiten. Mache jetzt hier auch eine Schlaufe, aber mache die kürzer wie ein Schutzleiter. Das heißt, ich muss jetzt hier den Neutralleiter zurückzwicken. Tun wir abisolieren. So. Und kann den hier einstecken. Fertig. Zum Rausmachen bei den Dosen wunderbar. Hier habe ich so einen Entriegelungshebel. Und schon kann man das wieder rausschließen, wenn man was messen muss oder sonst irgendwas. Hat ja den Vorteil, hier haben immer zwei Anschlüsse, also ist das überhaupt kein Problem. Gut, Neutralleiter ist angeschlossen. Als nächstes machen wir L1, das ist der braune. Ich mache jetzt hier auch wieder so eine Schlaufe. Zwick die zurück. Steck die hier ein, biege sie ein bisschen in die Mitte, dass später dann der Deckel schon sauber drauf passt und fertig. Dann haben wir unseren L2 oder L2. Den können wir jetzt so reindrehen, machen wir auch wieder eine Schlaufe. Wie schon gesagt, die Schlaufen waren alle kürzer wie der Schutzleiter. Und schon funktioniert das wunderbar. Und deswegen nehmen wir mir zum Beispiel auch immer diese Steckanschlussklemmen her, weil man sie einfach beim Anschließen einfach leichter macht. So, jetzt biege ich mir den hier rein, den L3, den grauen. So, zwick den zurück. Und fertig. So. Schließ den an und gut ist. So, da la. Wunderbar. Gut, dann haben wir ihn jetzt fertig angeschlossen und jetzt überprüfen wir noch, ob unser Anschluss auch passt. Robert, schalt mal bitte den Strom drauf. Dann hole ich mir schnell meine Messgeräte. So, wir haben jetzt die Kraftstromsteckdose angeschlossen, es ist alles montiert und jetzt kann man natürlich. Muss man es natürlich auch noch überprüfen. Das erste, was ich natürlich mache, ich checke jetzt erst einmal die Spannungen und schaue mir das einmal an, ob ich ja wirklich Netzspannung, also 230 Volt und solche Sachen drauf habe. Also L1 zu N habe ich 229 Volt. Passt. L2 zu N 232 Volt. L3 zu N 232 Volt, so, dann nehme ich L1 zu L2, so, muss ich schnell hinschauen, jetzt, was macht dann jetzt, haben wir nicht gescheit drauf, jetzt, haben wir 402 Volt, rechts Drehfeld, passt, links Drehfeld, genau, so, passt. Ist jetzt soweit gemessen. Jetzt kommt wahrscheinlich auch die Frage, ja, warum mache ich da solche Schlaufen? Hat folgenden Grund, ich zeige es euch schnell. Ich habe immer in meine Busse ein kleines Zangenampermeter dabei. Jetzt wenn ich irgendeinen Verbraucher dran habe, zum Beispiel ich muss irgendwas überprüfen oder irgendwas nachschauen oder irgendwas messen, einen Strom messen, sonst irgendwas, dann kann ich mir jetzt hier einfach mein Zangenampermeter einschalten. Mach den Deckel runter, nimm jetzt zum Beispiel Phase L1 unterm Betrieb, bieg die ein bisschen raus und hänge mir hier mein Zangenampermeter ran. Brauche ich nichts ausklemmen, brauche ich nicht einmal andoktern, sonst irgendwas,
einfache Sache, und das kann ich mit jeder Phase machen, auch mit dem Neutralleiter, wenn irgendwas nicht stimmt, weil ich hier einfach reinlangen kann und ziehe mir die quasi raus, so wie ich es brauche, und kann hier mit meinem Zangenampermeter reinfahren. Schaut's her. Zack, und schon habe ich meinen Zangenampermeter drauf und kann hier quasi meine Ströme messen. Deswegen haben wir mir das mit den Schlaufen. Das machen auch bestimmt andere Kollegen so. Das ist überhaupt kein Thema, das lernt man schon in der Berufsschule, hat sich so eingebürgert, tut man sich halt leichter, weil man nichts ausklemmen muss. So, jetzt können wir natürlich das Drehfeld noch überprüfen mit dem Duspol oder mit unserem Installationstester. Duspol zeige ich jetzt einfach nur mal, ich kann es nämlich auch von oben machen. Dazu habe ich jetzt hier L1, muss ich auf L1 auf den zweiten Pin einstecken. Sagt schon, sagt der Mann, Achtung Spannung. Dann gehe ich jetzt mit dem zweiten auf L2. So. Und schon zeigt er mir jetzt da zum Beispiel an, links, weil ich muss mein Duspol jetzt bei dem hier, muss ich sauber berühren, jetzt sagt er mir rechts an. Ich habe es ja schon gehabt, dass mein zweipoliger Spannungsprüfer links, rechts, links, rechts, links, rechts angezeigt hat. Dann bist du nicht sicher, stimmt es oder stimmt es nicht. Deswegen kann man es dann mit dem Installationstester oder mit reinen dreipoligen Drehfeld-Messgeräten kann man es natürlich auch überprüfen. Ich zeige es euch jetzt mit dem Installationstester nochmal schnell. Ich hole mal schnell und dann können wir uns das anschauen. Ja, aber der Papi kann noch spielen. So, da la. Also, wie schon gesagt, man kann es mit dem Installationstester auch machen. Wir haben hier dazu spezielle Prüfspitzen. Die haben vorne ein bisschen breiter. Und die kann ich jetzt an der Kraftstromsteckdose hernehmen. Da steht jetzt da L1, L2, L3. Also, L1, L2, L3. Da. Schaut her, die bleiben drin. Die halten jetzt einfach, also habe ich schon wieder meine Hände frei. So, dann schalten wir unser Benning ein. Jetzt möchte man natürlich das Drehfeld überprüfen und die Spannungen. Das machen wir jetzt in der Einzelprüfung. Dann gehen wir auf Spannung, auf U. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Genau. So, jetzt hat er natürlich drin einphasig. Das heißt, ich muss mir jetzt quasi aufs dreiphasige System einschalten. Limit brauche ich jetzt nicht. Ich möchte einfach nur die Spannungen überprüfen. Somit sagt er mir jetzt U1 zu 2, U1 zu 3, U2 zu 3, die drei Phasen. Und sagt mir auch gleich das Rechtsdrehfeld an. Das brauche ich quasi nur auf Testen drücken. Schaut her, er sagt jetzt, ich hoffe, man sieht es vom Spiegeln her. So, also, er zeigt mir jetzt die drei Spannungen an, das sind jeweils 400 Volt. Er sagt, ist in Ordnung und das Feld ist 1, 2, 3. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Rechtsdrehfeld, somit passen meine Anschlüsse. Genau, und so könnt ihr jetzt quasi die Steckdose, die Kraftstromsteckdose durchprüfen und dann wäre alles in Ordnung. Ich schalte es wieder aus. Genau. So, das war es jetzt eigentlich im Groben und Ganzen. Genau, jetzt kann ich quasi meine ganz normale Messung an der Steckdose durchführen. Dass es passt von der Montage her, ist eigentlich immer ganz einfach. Muss ich ehrlich sagen, ist jetzt nichts Großartiges dabei. Genau, installieren halt, aber sagst, ich glaube, brauche ich jetzt nicht zeigen, wie man Installationsrohr an die Wand schraubt. Genau, so. Somit bin ich wieder durch mit meinem Video. Ich will mir schnell meine Prüfspitzen raus. Da. So, ausschalten, Kaffee trinken, heimfahren. Genau. Jetzt machen wir den Deckel noch drauf und dann ist gut. So, dann machen wir jetzt noch, wie schon gesagt, unseren Deckel drauf. Schauen, dass der sauber sitzt. Genau. So, jetzt ist die Kraftstromsteckdose ordentlich angeschlossen. Saubere Zugentlastung drauf. So kann man das lassen. Schnell ein bisschen hochgehen. So. Es gibt natürlich noch ein paar Basics zu den ganzen Kraftstromsteckdosen. Es gibt ja die CEE-Norm. Das heißt, ich habe jetzt hier einen verpolungssicheren Stecker. Fünfpolig mit 6H, also 6 Uhr. Das 6H sagt eigentlich nur aus, dass wenn man sich eine Uhr vorstellt, oben ist 12, unten ist 6. Unten quasi immer das H, also die Zahl H, 6H, zeigt eigentlich an, wo der Schutzleiterkontakt sich befindet. Es gibt nämlich verschiedene Winkel zum Beispiel, auch verschiedene Spannungen. Es gibt ganz verschiedene Dosen dazu, zum Beispiel für die Aggregateinspeisung. Die neuen Steckdosen sollen jetzt auf 1 Uhr sein. Das heißt, dass hier quasi bewerkstelligt ist,
dass da keine Missverständnisse auftreten, beziehungsweise dass halt man nur die Steckdosen für diesen Verwendungszweck nutzen kann. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch interessiert, hat euch Spaß gemacht und war wieder ein kleiner Einblick in die interessante Welt der Elektrotechnik. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht es gut. Eine gute Zeit. Euer Markus von Freunde des Stroms. Servus. Pfiat euch.